Willkommen zurück im Wildgebiet von Pripyat. Nicht von Pripyat, von Rostock. War ein bisschen sehr kurz das letzte Video. Weiß nicht, was mich da wieder geritten hat, aber okay. Da oben ist was zu finden. Ja, hier ist auch eine Anomalie. Mal gucken, wie wir hier reinkommen, ohne in die Anomalie zu hüpfen. Lassen wir erstmal raus, danke. Das könnte ein bisschen witzig werden. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Ja, das geht eigentlich überhaupt nicht. Oh, cool, doch. Oh, scheiße. Jetzt bin ich wieder runtergehupft. Liegt aber mehr daran, dass ich immer noch in der Anomalie stecke, ne? Ist das richtig? Ja. Ich meine, mir ist es ja im Endeffekt gerade egal, aber ich würde halt gerne rauskommen wieder, ne? Danke. Da oben liegt was. Da würde ich gerne hinkommen. Da ist ein Artefakt. Hä, war da kein Artefakt? War doch gerade ein Artefakt. Hat es das weggeballert? Das kann natürlich auch sein jetzt. Oder habe ich total falsch gesehen? Kann auch sein. Okay. Wir machen folgendes. Wir schalten erstmal die Zombies aus, die da hinten irgendwo rumgammeln. Bevor wir uns Krugloff schnappen. Ist schon 20 Uhr. Nein, ach Leute. Ach Leute. Warum? Ich verstehe es nicht. Ja, wahrscheinlich hätte es da ein Safe geben müssen, ganz einfach. Natürlich spackt es dann wieder. Also wie gesagt, es bringt leider nichts. Danke für den Hinweis, Lila, aber nein, bringt gar nichts. Stürzt ab wie Hulle. Und nochmal laden. Aber diesmal brauchen wir ja gar nicht erst reingehen, oder wir gucken nochmal genau nach, weil das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich war der Meinung, da lag was. Und wenn es so ein Steinblut war. Mein Gott, ey. Müde. Ja gut, ich habe auch zu wenig geschlafen. Eigentlich. Aber komm aus der Nachtschicht, muss in die Mittelschicht. Also von daher, nö. Müssen wir irgendwann mal schlafen und aufhören. Da ist doch was. Natürlich ist da was. Das ist sogar was Wertvolles. Das ist eher ein Fleischklumpen oder sowas. Scheiße, wie komme ich denn da ran? Ohne, dass es mir den wegballert. Oder mich wegballert. Ist doch kacke. Kann ich das runterschießen? Ich glaube, ich habe es gerade woanders hingeschossen. Ja, aber wo ist es? Ach, scheiße. Es ist ja. Ach, da oben ist es. Ja, jetzt ballert es sonst wohin. Das ist natürlich scheiße. Wo ist denn jetzt das Ding hingeflogen? Da muss ich wahrscheinlich warten, bis ich einen Smaragd-Detektor habe, damit ich es wieder finde. Damit ich wenigstens sagen kann, wenn ich nicht rankomme, ich kann es mir cheaten, weil ich guten Gewissens sagen kann, es ist da. Ich meine, wir haben es ja gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, wo es hingeballert ist. Ich sehe es nicht mehr. Hängt es da oben im Fenster drin, oder was? Kümmern wir uns erstmal um die Zombies. Wenn es jetzt nicht wieder abspackt am Tunnel. Das ist die zweite Frage. Das ist nicht geladen, dann ist es nicht meine.
Das ist meine. Wo ist denn eigentlich die Elektro? Ach, da! Ist ja nicht ausgelöst, ich war doch fast drin. Da unten schlappen sie rum. Das nervt mich gerade ein bisschen. Dankeschön. So. Ja, ist ein bisschen sehr kurz gewesen, die letzte Aufnahme. Machen wir die dafür mit aber ein bisschen länger. In meinen 40 Minuten müssen es ja nicht sein, aber vielleicht wenigstens so 25, 30 wäre schon cool, ne? Na! Man, mir ist ja egal, ich habe ja genug Munition. Der ist in die Anomalie gelaufen, der Idiot. Na! Leg dich doch hin, Mann! Ja, jetzt sind die voll in dem Feuer drin, das ist natürlich auch schön. Verstehe mir die Logik nicht, warum das, wann das Ding auslöst und wann nicht. Ich weiß genau, hier ist eins. Aber es löst nicht aus. Jetzt. Wo sind eure Waffen, ihr Spaßvögel? Oh, da hinten ist... ich sehe noch einen. Ach ja. Boah, fuck. Mein Gott, mir kann es ja wurscht sein eigentlich. Warum achte ich ja nicht drauf? Oh, Wodka. Nice. Ach, halt doch die Schnauze. Ja. Oh, yes, man. Du hast mich aber schön verstrahlt, du Arschloch. Uiuiui. Bleib liegen, okay? So. Wo ist der andere? Toll, voll in der Anomalie. Und da ist aber noch einer. Irgendwo. Da war gerade noch einer angezeigt. Ja, ist ja egal. Ist ja wurscht. Ja, ist ja wurscht, Mann. Halt, da oben ist er, oder? Ja. War. Erstmal die ganzen Knallkörper ausschalten hier. Der andere war jetzt hier oben irgendwo, ne? Finde ich den wieder?
Oder finde ich sie mal wieder nicht? Ah, hier ist jetzt eine Waffe, da liegt er. Oh, die Konterfeit-Vodka, auch nicht schlecht. So, die da hinten, die kommen, glaube ich, erst, wenn ich wirklich mit Krugloff durch bin. Das sind nämlich nochmal ein paar Mercenaries. Aber gut, was soll's, ist ja egal. Okay, das wäre es. Holen wir uns Krugloff ab. Weißt du was, ich laufe jetzt einfach durch. Es tut mir doch eh nichts. Komisch, dass zwei mindestens nicht ausgelöst haben. Wenn man es anscheinend schafft, schnell durchzuhüpfen oder durchzusprinten, was man im Normalfall nicht schaffen kann, dann, ja, scheint es einem gar nicht so viel zu tun. So, was ich aber erst noch machen muss eigentlich. Aber das können wir nicht später machen, oder? Unten das im Tunnel. Holen wir uns erstmal Krugloff. Ach so, ja, warte mal. Ich kann noch nicht hier. Bum, bum, bum. Ja, bum, bum, bum. Bum, bum, Boris oder was? Holen wir uns erstmal Krugloff. So, du kleiner Knallkopf. Ja. Ja. Ja, ja. Okay. See you. Ja, und läufst du jetzt zu oder nicht? Okay, ich glaube, wir haben es jetzt soweit. Jetzt müssen wir nur noch die Ziele auseinandernehmen, natürlich. Ich bin doch schon dabei, du Spinner. Beziehungsweise dein Kumpel hat die fast alleine ausgeschalten. Was willst du eigentlich von mir? Du bist ein feiges Stück Scheiße. Der hat dich mit der Pistole erledigt, Mann. Okay. Gut. Aber ich glaube, er hat es jetzt auch nicht geschafft, oder? Oder ist er weg? Nee, ich glaube, er ist jetzt doch War der jetzt hier irgendwo? Lag der jetzt hier irgendwo? Ist er jetzt gestorben oder nicht? Oder was? Würde ich ihn ja zumindest looten. Na, das war ja der von vorhin, oder? Hm. Komisch. Egal, gehen wir. Krugloff müsste jetzt irgendwo da vorne rumgammeln. Los! Let's move! Mein Gott, ey. Lauf nicht in die Anomalie rein, bitte. Penner. Lauf jetzt zu, du Spinner! Hier ist niemand mehr hinter uns. Und nicht mal vor uns dürften allzu viele Leute sein. Sieh einfach zu, dass du vorwärts läufst, du Blödmann. Und lauf bitte nicht in die Anomalie rein. Mann, 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 ey, was soll ich mit dir bloß machen? Doch, ich glaube, da kommen nochmal neue Zombies, oder? Hm. Und jetzt stürzt wahrscheinlich sowieso gleich ab wegen dem Tunnel. Normalerweise dürfte er nicht zulaufen. Okay. So ein Blödmann. So.
Na, 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 stoppst du dann auch? Hallo? Bleibst du stehen? Danke. Ja klar, er gibt mir den nächsten Transition Point. So, und jetzt muss ich überhaupt erstmal mit dir reden, damit es überhaupt kriege. Jetzt habe ich ihn nämlich erst. See you, my friend. So, da sind sie nämlich schon. Wer bist du denn? Ja, du wirst gleich sterben, hä? Nein? Okay. Nein! Auf keinen Fall! Ich möchte erst die Leute looten. Gibt's da irgendwie was schwer zu verstehen da dran? Oh! Oh, nice! Was war denn das? Das war wieder so eine Waffe, die ich erstmal eine ganze Zeit lang gar nicht gesehen habe. Jetzt ist der natürlich so beschissen gefallen, dass ich den nicht looten kann, ne? Wer bist denn du überhaupt? Du bist nicht Kruglov. Kruglov kommt erst dahinter. Ah ja, von mir aus. Macht, was ihr wollt. Ich werde jetzt erstmal hier weitermachen. Also. Mit Schwierigkeiten haben wir den Blödsinn geschafft. Ja. Was war das jetzt für eine Waffe? Da. Tabor. Zeig mal her, das Ding. Taugt das was? Sieht komisch aus. Kann man da ein Scope draufsetzen? Ein richtiges? Ja, Bullpup-Design. Sieht ganz witzig aus. Das Problem ist, kann ich da ein Scope draufsetzen? Ja, das Retikel nicht. Das geht natürlich nur an einen Leupold. Optical geht auch nicht. Unmount Scope. Wo ist es hin? Wie hieß das Scope? Da! Ecotec Optical Sight. Ne, geht auch nicht. Leupold. Geht eigentlich das Leupold ran? Das Retikel geht nicht ran. Das geht auch nicht ran. Aha. Es geht nur das ran. Naja, dann. Mach das ran. Und das andere Ding da, müssen wir mal gucken, was wir damit machen können. Ein sehr seltsames Ding. Shorter Machine Company, Israel Military Industries. Ah, ein IRA-Gewehr. IMI. Ja, genau. Israel Military Industries. Also, wo wir auch Galil herstellen. Tabas and Automatic Weapons im Magazin Fett. Air-Cooled Barrel and Gas Engine Automatic Bolt in Configuration Bullpup. Ja, das sehe ich. Schaut den Rossnicker behind the pistol. Ja, genau. Verschluss und so weiter ist all genau. Das ist so, dass es schön kurz ist. Langer Lauf, aber du kannst es bequem wie eine Maschinenpistole halten. Das ist dasselbe Design wie die Jackhammer. Eine Autoschotze, die es tatsächlich gibt. Obwohl ich die bis jetzt nur in Fallout gesehen habe. Nee, das Ding gibt's. Ziemlich krasses Teil. Pancor. Hä? Gib mir mal die... Ja, warum nicht? Wo kommt denn die jetzt her? Kein Stress damit. So. Irgendjemand schreibt mal gerade. Ja, muss kurz 2 Sekunden warten. Dankeschön. So. Gut, gut. Irgendwie hier durchkommen. Jetzt haben wir erstmal den Tunnel noch.
Ist da eine oder zwei Chimären drin? Weiß ich gar nicht mehr. Halt. Wo geht's raus? Oh. Ich verlaufe mich jedes Mal hier. Man hört sie ja eh immer schreien, ne? Du bist auch so ein Wissenschaftler. Aber wir werden erstmal hier schnell das nehmen. Danke. Wo ist die Chimäre? Scheiß auf die Elektros. Es wird laut, es tut mir leid. Ach ja, das habe ich vergessen. Dass man ja hier raus teleportiert wird, das ist ungut. Weil jetzt ist die Frage, wie ich jetzt hier. Das weiß ich wieder nicht. Wie komme ich jetzt hier sinnvoll wieder raus? Packe ich nämlich jedes Mal nicht. Ja, hier in dem Schrank gibt es auch ein sehr wertvolles Versteck dann. Später. Jetzt gerade im Moment nicht. Ja, da, das ist mir zu gefährlich. Weil, ja, so geht's auch. Bin ich jetzt wieder hier? Danke. Es nervt, diese Scheiße. Ehrlich, nervt. Okay. Da ist die Family Rifle. Und seine Desert Eagle ist da hinten, auf der anderen Seite, hinter dem Bett. Na! Ich will nicht schlafen, ich möchte jetzt erstmal hier hin. Die sind nämlich hier in der Kiste. Da, Desert Eagle für Freeman. So, und jetzt möchte ich irgendwie versuchen, hier rauszukommen, ohne nochmal zu teleportiert zu werden. Danke. Brutzeln lassen kann er mich. Ja. Ist mir ja scheißegal. Dankeschön. Okay. So, das war's. Jetzt habe ich natürlich schön meinen Anzug zerstört. Das war jetzt nicht ganz so sinnvoll. Okay. Wir könnten aber tatsächlich, da wir so viele von den Anzügen haben, einen schlechten davon zerstören. Okay. Die auch mal reparieren, danke. So, dann können wir salvagen. Ein paar Billigpistolen haben wir ja auch. So, jetzt Maximum. Rifles. Naja, Oh, eine süße, total demolierte AK. Warum nicht? Bringen die was? Ja, bringen sogar trotzdem was. Süß. So, zack. Und dann noch Armor. Und da können wir logischerweise eine nehmen, die demoliert ist. Sehen wir das irgendwie, dass welche demoliert ist? Na, so sehr sind sie nicht demoliert. Kann man fast nicht erkennen. Nee, dann lassen wir das, glaube ich, oder? Oder gehen wir davon aus, dass es auf der zweiten Seite ist? Nehmen wir das, was soll's. Ist natürlich jetzt auch auf Maximum. Jetzt weiß ich nicht, welches hat er kaputt gemacht. Ey, ich habe automatisch die richtige genommen, finde ich ja gut. So, frei als PDA, ja. Und der muss eben an den eigentlichen Besitzer, wer das wieder ist, ich habe keine Ahnung. Die Scheiße hier mit Janta mache ich später. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück zu Freeman. Tatsächlich. Die ganzen Leichen liegen alle noch da, so weil ich es ja noch gar nicht verlassen habe hier. Da liegt nichts drin, okay. Das müsste Wolfhound sein. Ne, das war noch der andere. Das ist Wolfhound. Ja. Der Boss der Mercs. Was ist denn das hier oben, bitte? Okay, nice. Warum auch nicht? Ach ja, hier. So, das war's aber auch. Und da hinten liegen noch lauter Sachen jetzt. Eigentlich sehr gefährlich. Es wird laut, sorry. Ja, habe ich. Okay.
Da hinten liegt noch was. Ja, ist bloß ein Flash, aber egal. Da gab was gesehen oder ist das nur eine, irgendwas anderes? Das ist nur irgendwas anderes, okay. Ja, ja, laber nicht. Liegt da hinten was oder sehe ich das falsch? Alter! Hä? Danke. Liegt da hinten was? Nee, ich glaube, da war nur ein Versteck. Da kann später was liegen, aber im Moment. Ja, da strahlt es auch schön, genau. Aber ist mir ja wurscht. Tja, das haben wir, aber da hinten liegt noch irgendwo was. Das sind normalerweise ein paar Ratten, glaube ich auch. Aber ist ja egal. Ja, her damit. War Moonlight, glaube ich sogar. Ja, ja. Ich weiß schon. Ach ja, und irgendwo von da oben habe ich ja noch einen runtergeschossen. Da muss ja irgendwo noch eine Leiche liegen, da hinten. Ach Mann, ey. Alter. Gibt's denn das? Ah, der liegt direkt drin. Oh. Boah, sorry für Lautstärke, ey. Bei. Da liegt aber was. Natürlich direkt da drin, ne? Egal. Tut mir ja nicht weh. Danke, Batterie. Da hinten liegt auch was. Aber das wird gefährlich, da reinzugehen. Ah, scheiße, jetzt bin ich trotzdem rein. Das hätte ich anders lösen können. Das habe ich auch schon öfter geschafft. Ohne reinzuhüpfen. Danke. So. Okay, ich glaube nämlich auf dem Dach da oben liegt auch noch was. Ja, da ist ein Brunnen. Also diese riesen Elektro da oben, die nervt tierisch. Echt. So, die ganzen Nasenbären hier haben wir, okay. Jetzt kommt er nämlich an seinen Stammplatz, genau. Ist doch der, den ich kenne, oder? Ja, ja, Scarecrow, genau. Okay, viel Spaß da. Ich habe aufgeräumt für dich. Kannst da wohnen jetzt. So. Okay. Warte mal, da unten lag doch auch was, oder? Genau, da liegt doch an. Da liegt sogar eine Dummy drin. Ah, man kommt aber ran. Haha, Ella Badge. So. Und wenn man jetzt nämlich das Ding nimmt, jetzt hätte man nämlich tatsächlich ein paar Sachen. Oh, sogar ein Titan-Colorbook von WMD gekriegt. Hä? Geil. Ein Raven's-Eye? Hä? Wer hat denn das gehabt? Strahlt aber. Nicht so schön. Naja, gut, egal. Von wem haben wir das gekriegt? Wir hatten das gehabt, verdammt. Cool. Ja, hier habe ich einen Nachtstern. Das will der Ding haben. Das kann er auch gerne haben. Das strahlt sowieso bloß. Warte mal. Ich habe keinen Bock, mich total verstrahlen zu lassen. Nachtstern rein, bitte. Erstmal zumachen und schauen, was wir jetzt hier so vieles noch haben. Was habe ich viermal? Was ist das? Die Medusa, ja, die könnte auch weg. Dreimal noch eine Steinblume, auch die ist natürlich sinnlos. Strahlungswiderstand habe ich hier und Strahlungsabbau, ja, nimm doch mal. Aha, ich habe tatsächlich einige Steinblumen, einige Fleischklumpen gefunden, habe ich doch richtig gesehen. Dann hätte ich hier eine Batterie, die würde mir natürlich Elektrowiderstand bringen. Die macht Aufschlag, das brauche ich eigentlich nicht. Aufschlag und Reißer ist mir egal. Die hier macht Penetration, also Schusswiderstand. Das ist doch ganz gut eigentlich, aber 2%. Ist eigentlich für einen Eimer. Wieso, wodurch mache ich minus 3%? Naja, egal. Ja, die Master Speed, die müsst ihr erstmal weiterverarbeiten. Crystal Zornstadt, das habe ich den Urchin drin. Jo, passt ja nicht so weit. Ich strahle natürlich wie Hulle, also eigentlich mit meinen ganzen Artefakten, aber naja. Ich habe ja immer noch so viel. Wow.
Ich habe eindeutig zu viele von diesen Anzügen. Ravensei, wo habe ich denn das Ravensei hergekriegt? Ich verstehe es nicht. Egal. Gehen wir erstmal zurück. Und back. Ja, wie gesagt, das letzte war ja nicht mal 20 Minuten. Das war sogar wirklich kurz. Ja, also da kannst du sagen, kurz. Das hätte ich alles zusammen machen können, den kompletten Wildgebiet-Scheiß. Naja. Ja, der nächste große Part wird dann Yanta. Wird auch so ein Müll. Vor allem die Ekelmission da. Gut, ich meine, jetzt ist es egal, ich kann einfach vorstürmen. Es geht nur darum, Kruglauf darf auf keinen Fall sterben. Oder zu sehr verwundet werden oder sonst irgendwas. Modified Desert Eagle, ja, ja, die soll Freeman ja haben. Die Hunde gehen mir am Arsch vorbei. Och, es geht gerade. Es hängt gar nicht so sehr. Ja, ich hätte nichts sagen sollen. Ist schon recht. Na, wie geht's dir? Hä? Wieso rennst du gerade? Ah, see you. Ach, warte mal. 170.000 Rubel. Nee, warte mal. Das machen wir noch nicht. Ja, ja. Someone help. Ja, die eine Hilfe habe ich dir schon mal. Und die andere machen wir dann gleich. Mit dem Blutsauger Village. Na, das machen wir schon alles. Ach, halt die Schnauze. Ich bin doch schon dabei. Hier ist deine Waffe. 4.000, jawohl. Ein dir Job, das treuse Blattsacker, mach ich. Wie geht's dir so? Ja, ja, bla. Hast du von irgendjemand besonders gehört? Okay, tolle Story, ja. Muss ich nämlich wissen, dass er über mich erzählt, ne? So. Wenn ich jetzt den Wodka nehme, hau dir mir voll eine rein. Hey, hier, deine Desert Eagle. Thank you. Enjoying the bar, it's quite a bla bla bla. Die James, okay, mach ich. So. Hab ich denn schon die SIG-Kommando drin? Hab ich. So, dieses komische AK-Taktikel können wir. Wo habe ich denn die Abakan hin? Habe ich echt die Abakan verkauft? Bin ich bescheuert? Sag mal, hab ich irgendwelchen schlechten Schnaps gesoffen? Oder. Ja, toll. Habe ich ja gut gemacht. Ach du Trottelmatze, ey. Ja, und wo ist jetzt der Unterschied zwischen denen? Oder stacken die nur bis sechsfach? Mach die mal rein. Gut. Ja, scheiße. Da muss ich mir eine Abakan neu holen beim Kuznetsov. Ich bin doch bekloppt, ey. So bescheuert kann doch kein Mensch sein. Wo hab ich denn die Abakan hin? Die muss ich echt verkauft haben. Oder ich habe sie weggeschmissen irgendwo aus Versehen, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. So bescheuert kann niemand sein, ey. LR, kommt alles bitte hier rein. Oder hatte ich die LR schon? Nee. Tja. Die APG kann da rein. Habe ich denn die PP9 Wedge schon rein? Ja, habe ich. Hier ist sie. Können wir also auch wegtun. Weil die ist ein Schrottding. Die kann man verkaufen. Sag mal, habe ich auch normale Maschinenpistole irgendwo? Eigentlich doch schon. Wo habe ich denn meine MP hin, meine MP5? Sag mal, ich muss echt bekloppt sein, oder? Ich habe lauter Zeug verkauft oder weggetan. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Bin ich so bescheuert? Meine, die ganzen Stagekins, die können wir dann gerne an den Raven geben, aber was ist denn hier los, sag mal? Was habe ich denn getrunken? Also irgendwas auf jeden Fall, was sauschlecht war. Also das hat das Ablaufdatum weit überschritten gehabt, was ich da gesoffen habe. Das steht schon mal fest. So bescheuert kann kein Mensch sein, ey. Die MP ist weg. Also die MP5. Die Abakan ist weg. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe, ey. Was Gescheites war es nicht. Immer die Crossbows raus. Oh Mann, ey. TNT braucht kein Mensch. Funkgeräte, ja, schön.
Hä? Tragbares Funkgerät und Manpack-Portable. Aha. Aha. Naja. Okay, Detonator, ja. Sehr schön für die Detonator. Jetzt haben wir hier die Bagdira, wollte ich auch verkaufen. Die habe ich nämlich auch schon, soweit ich weiß. Da ist er, ja. Ich weiß nicht, also... Irgendwie habe ich was ganz schön Schlechtes getrunken. Aber okay, was soll's. Ja, what's up? Hier, Flash Drive. Und es, jetzt habe ich... Okay, I need a job. Meat Chunk, ja, habe ich gemacht. Hier. I need a job. Vampire, nee, nein. Aber gib mir meinen Meat Chunk wieder, du Arschloch. Du kriegst dafür die zwei. Viel Spaß. Hast du eigentlich noch so einen Container? Ja. Ach, für drei nur. Nee, das ist für den Arsch. Habe ich jetzt den Mint-Detektor schon gekauft oder nicht? Ich glaube nicht. Doch. Wieso habe ich jetzt zweimal einen? Oh mein Gott, ey. Was habe ich denn da gemacht? Naja, warte, den verkaufe ich an Petrenko. Der gibt mir mehr dafür. Was habe ich denn da gemacht? Gib mir mal das Tschernigow-Bier, das brauche ich nämlich später für irgendwas. Oh Mann, ey. Canned Food, dafür kann ich mir Pistolen kaufen. Ah, Stichwort Pistolen, ne? Mann. Ja, danke. So, jetzt haben wir 190.000 fast, das ist in Ordnung. Ja, okay, du hast sonst nur noch... Nee, vergiss es. Ciao. Arrivederci, bye-bye. Ja, blablabla. Okay. Die James hätten wir jetzt noch zu tun. Ich werde jetzt aber erstmal verkaufen. Vorher machen könnten wäre mal zu unserem Rucksack gehen. Okay. Ich darf da was reinnehmen. Also gut. Wodka. Eins, zwei. Hallo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hallo? 11, 12, 13, 14, 15. Das wäre der erste Spaß. So, dann können wir das Ganze nochmal machen, dann holen wir uns zwei so Rüstungen. 1, 2, 3, 4, Alter. Wir können einfach nur bis 85, das kriege ich ja hin, gerade noch zu zählen, ne? So, die anderen heben uns mal auf für irgendwas Tolles. Okay, dann nehme ich mal zwei so Rüstungen, die ich verkaufen kann an Petrenko. Sag mal, habe ich eigentlich eine mit einem... Ach, die habe ich gar nicht mit einem Ding versehen. Okay. Komisch. Na gut, ich würde sagen, das ist etwas länger als der letzte Part. Sorry für den letzten, der war 20 Minuten oder so. Nicht mal. Ich wollte mir doch was spawnen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bandit, Mercenary, Monolith, Military, Army, da. 1, 2. Wir sehen uns im nächsten Part dann mit den ganzen Scheißaktionen im Yanta. Jetzt gibt's auf jeden Fall richtig Kohlen. Das steht fest. Das ist schon mal gut. Ja, und dann schauen wir weiter, ne? Ah, jetzt gibt's richtig Kohlen, fällt mir gerade auf, weil... Hihi. Die gibt es ja auch noch zu verkaufen hier. Oh ja. Yes, man. Jetzt knallt's. Okay. Wir sehen uns. Haut rein. Haut in die Tasten, falls ihr das wollt. Und die Browning High Power, die nehme ich auch mal. Und das Set Eagle Neo weiß ich jetzt nicht, ob die bringt. Nee, die per Nacht, die kriege ich später woanders. Und haut auf den Like-Button. Bis dahin. Ein Asox-Scope gibst du mir mal mit. Das nehme ich noch nicht. Ja, nehmen wir erstmal das. Wow. 500.000 Rubel. Yes.